Weiter geht's mit Konosuite Angler, diesmal in Amerika und der Sidewind ist aktiv, also der amerikanische Seesäibling in Legendär. Okay, an der folgenden Stelle soll er zu finden sein, und zwar genau hier in dem Bereich. Das war schon im Januar der Fall, also der Spot an sich wieder derselbe, Anfangsstadt ist hier und hier müssen wir hin. Also ihr nehmt am besten hier ein Auto und fahrt hier hin, nehmt euch hier das Boot und könnt hier raus. Stellen wir uns einfach mal hier so hin. Dann würde ich sagen, das Equipment so wie immer eigentlich. Ein Jig, wir bauen das einmal um, habe ich noch gar nicht gemacht. 25 Kilo, 3-0 und den Wurm da dran. Alles klar, let's go. Ich bin recht gespannt, wie lange ich brauchen werde, um ihn hier zu bekommen. Geschwindigkeit 2 und direkt beim Absinken schon mal twitchen. Obwohl beim Absinken ist er mir noch nie dran gegangen, glaube ich. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Und es wird nicht heute sein. Ja, ansonsten ist es eigentlich ziemlich... Ja, das Spot ist sehr gut. Weil das Gebiet, wo er sein kann, ja, relativ klein ist. Ich sag mal, wenn man hier alles abfischt, braucht man nicht so lange wie an anderen Spots. Es gibt andere Spots, wo es um einiges länger dauert, ihn zu finden. Hier ist es nicht der Fall. Ich werde ihn jetzt natürlich einmal suchen, um euch zu zeigen, dass er wirklich hier ist. Und dann läuft das Ganze. So, das machen wir jetzt einmal noch zu Ende hier. Okay, da passiert nichts mehr. Alles klar, wie gesagt, wenn ich ihn am Haken habe, melde ich mich. Meine Güte, bin ich wach. Ach, du ahnst es nicht, ja. Er hat mich gerade das erschreckt. Ja, und es hat doch noch funktioniert. Dieser Fisch erschreckt mich jedes Mal, wenn er beißt. Jedes Mal, weil man eine halbe Stunde oder so komplett am Chillen ist und dann auf einmal... Na gut, er hat wenigstens gebissen. Das ist die Hauptsache. Okay, okay. Ja, so wie jedes Mal. Also, es hat echt gedauert bei ihm.
Ich bin jetzt hier sehr lange unterwegs. Das Gebiet ist zwar nicht so groß, aber anscheinend kann er an wirklich vielen verschiedenen Stellen sein. Ich habe jetzt sogar Richtung Bootssteg geworfen, so gesehen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, vor allem nicht mehr am Ende. Aber es ist doch noch passiert. Okay, sehr schön. Weil ich kann nur sagen, hat er gut gemacht, dass er gebissen hat. Und ja, schön, schön. Jetzt bleibt nur noch der Drill. Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis wir den ausgedrillt haben. Und dann haben wir es für diese Woche geschafft. Also 3 Stück haben wir dann gefangen. Das ist der letzte, der mir jetzt noch gefehlt hat. Passt doch. Passt doch ganz gut. Das passt doch ganz gut. Der hat mich aber richtig erschreckt. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Ja. Ja, was gibt es zu erzählen? So wie immer. Nicht viel. Wir angeln. Beim Angeln. Was gibt es da zu erzählen, ne? Sag mal so, ich kann dir dieselben Fragen wie beim Hecht stellen. Ist halt recht interessant zu wissen, wie es bei euch so ist. Vielleicht habt ihr das beim Hecht jetzt nicht mitbekommen, dass ich das gefragt habe, weil ihr weggespult habt. Wie ist das bei euch so? Seid ihr echte Angler oder ja, was ist echter Angler? Also im Real Life angelt ihr da gerne oder seid ihr keine Angler? Würde mich interessieren. Ich habe halt eine Vermutung, dass eher Angler Angelspiele spielen. Also ich war im Real Life schon länger nicht mehr unterwegs. So mit Angeln meine ich. Naja, ist echt schon lange her. 6 Monate bestimmt, ja. 6 Monate mit Sicherheit. Naja, ist auch jetzt noch ein bisschen kalt. Mit Übernachtung wird sowieso nix, ja. Naja, egal. Was gibt's noch für Fragen? Ich habe eine interessante Theorie auch beim Hecht-Video aufgestellt. Ja, wahrscheinlich guckt mich jetzt hier gar keiner mehr. Ich quatsch mich ja einfach nur hier ja, vor mich hin. Ist alles gut. Ich finde das ja ganz gut. So schlafe ich nicht ein. ja, also diejenigen, die jetzt noch dran sind, wie schaut es bei euch aus? Wie lange schaut ihr die Videos, die ich mache von Call of the Wild der Angler? Boah, braucht ihr nur den Spot oder auch den Drill oder? Ja, wenn ihr jetzt noch dran seid, einfach in die Kommentare ein Plus, mehr nicht. Würde mich interessieren, ob das der Fall ist, ob überhaupt jemand ein Plus macht. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Ob irgendjemand in die Kommentare ein Plus macht und wirklich so lange dran geblieben ist oder ob ich einfach nur. Ist ja nicht schlimm. Ich kann es. In den meisten Fällen kann ich es nachvollziehen. Euch interessiert nur der Spot, der Köder und wie der Fisch beißt und wo er ungefähr beißt. Das ist klar. Aber die Drills, die dauern halt ewig. Ich kann ja, ich mach, ja. Man könnte es auch sparen. Nein, ich möchte mir das nicht ersparen. Das ist alles gut. Ich drill das gerne. Aber es ist schon relativ lustig, glaube ich. So lange wird kein Mensch hier dranbleiben und sich wirklich reinziehen, wie ich den Fisch drinne. Das kann ich mir kaum vorstellen. Und wenn ja, Respekt. Finde ich gut. Weiter so. Danke
und so weiter. Einfach weiterschauen, finde ich toll. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir überhaupt einen Plus in den Kommentaren sehen werden. Und ich quatsch sehr viel, aber ich glaube, wie ich schon sagte, das interessiert die meisten Leute gar nicht. Ja gut, das war jetzt auch nicht wirklich übers Spiel, ne? Ja, das Spiel selbst stockt so ein bisschen, meiner Meinung nach. Wir haben neuen Content bekommen, wir haben den gespielt. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Versuch's mal ganz nett auszudrücken. Es ist nicht dasselbe, wie wo ich sag mal, R4, was weiß ich, richtig gesuchtet habe wie ein Bekloppter. Es ist echt nicht dasselbe. Na, wo man in R4 da gesessen hat und irgendwie 32.000 Silber farmen musste, damit man diese Rolle bekommt und die Wenger und ja, sag mal, man hat das einfach gemacht, weil ohne die Wenger kam man nicht weiter und zu viel Kohle, also echt Geld wollte man da nicht ausgeben, das ist ja völliger Nonsens gewesen, wie teuer das da ist. Und deswegen hat man da gesessen und gefarmt und es ist echt nicht dasselbe. Wenn ich überlege, diese Route, die ich hier besitze, die besitze ich wirklich seit, ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert. Also mittlerweile hat sich das bestimmt geändert. Am Anfang kann gut sein, will ich jetzt nicht abstreiten, aber es waren vielleicht 10 Stunden oder was. Und nach 10 Stunden hatte ich diese Route und ich angel damit immer noch. Jetzt kann ich mehr, ich weiß nicht mehr, wie viele Spielstunden ich hier habe. Aber es wird nicht viel sein. Also viel ist für mich so 2.500 Spielstunden. Das ist viel für mich. Und es gibt genug Spiele, wo ich das erreicht habe. Also ich zock ja sehr gerne. Ja, Diablo 4 zum Beispiel hat erstmal Bock gemacht, aber ist auch relativ schnell, ich sag mal, nicht so interessant geworden. Erster 100er, das war echt durchgezockt. 4 Tage oder was habe ich da durchgesuchtet. Da war ich Level 100. Naja. Und das ist ungefähr genau dasselbe hier. Man hat am Anfang richtig Bock gehabt und ja, jetzt komme ich hier rein, um mich einmal kurz zu entspannen, um die anderen Spiele mal ein bisschen liegen zu lassen, damit ich wieder Bock drauf kriege. Und dann, das ist eigentlich das Ziel von dem Spiel, ja. Ja, und währenddessen haben wir ihn rangeholt und er haut uns wieder ab. So wie jedes Mal eigentlich. Naja. Wie seht ihr das? Also, ich weiß nicht. Das Spiel bockt schon, ja. Zum Entspannen auf jeden Fall. Keine Frage. Man kann hier reinkommen, ein bisschen chillen. Aber wirklich hier reinsuchten ist, naja, nicht wirklich. Wenn es mal so ist, gut, weitermachen, keine Frage. Aber bei mir ist das echt, hier fehlt mir ein bisschen, ich sag mal, der Anreiz, wirklich das Spiel so zu suchten, wenn ich hier ja irgendwie was hätte, mir einen Fisch, den kriege ich nicht raus. Ne? Weil mir die Rolle oder die Route fehlt, dann würde ich hier reinsuchten.
klar, keine Frage. Definitiv. Und damit ich den Fisch kriege. Aber so, wie gesagt, nach 10 Spielstunden habe ich diese Route gehabt und ich spiele immer noch damit. Dann haben wir diese Grundrouten jetzt dazu bekommen. Ist in Ordnung, kann man machen. Aber ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich schmeiße eine Grundroute nicht rein und halte sie in der Hand und warte, bis es ein Fisch beißt. Ich habe eine Grundroute, ich schmeiße sie rein, leg sie ab und chill eine Runde. Also in echt jetzt, ich meine jetzt ein Spiel oder so. Dann warte ich, bis ein Fisch beißt. Also ich halte die Route nicht in der Hand. Klar, wenn ich spinnen gehe, ist nochmal eine komplett andere Situation, ja. Aber meine Grundroute, Kompose kann ich auch noch akzeptieren, ist alles gut. Aber eine Grundroute, ich weiß nicht, ich habe. Ja, gut, wenn ich Köderfische fangen möchte, ne? Aber selbst das machst du ja nicht. Du legst die Grundroute ab und du hast meistens, da schon sind 2 erlaubt, dementsprechend hast du 2 Routen drinne, aber hier hältst du die Route in der Hand. Das Spiel ist ja auch nicht mehr. Ja, ist ein paar Tage alt, sagen wir es mal so. Und ja, in der Zeit war Fishing Planet sogar schon ein bisschen weiter. Am Anfang war es bei Fishing Planet ja auch so. Nee, das stimmt nicht. Das hat 1,5 Jahre ungefähr gedauert bei Fishing Planet. Aber da war auch kein großes Entwicklerstudio hinter. Da war nur ein einziger Mann. Das ist halt das Krasse daran gewesen an Fishing Planet. Und da war nur ein einziger Mann, der das gemacht hat, ne? Hier ist ein Entwicklerstudio dran. Man kann sich ja beschweren, wie viel man will, ne? Und keiner wird es hier hören, was ich so sage, ne? Weil ihr habt schon lange abgeschaltet und ja, ist schon lustig. Mit Sicherheit ist das so. Na gut. Aber es ist, wie es ist. Und unser Fisch wird langsam müde. Ich habe wieder viel geredet. Viel Unfug dabei. Aber auch ja, viele Sachen, die eigentlich ja sein müssten, sagen wir es mal so. Eine Grundroute raus, da hinten zum Beispiel hingesetzt an den Steinen, dann Spot, dies, das, anfüttern. Naja. Und so weiter. Aber das ist in dem Spiel sogar nicht mal notwendig, ne? Wir wissen, okay, der Fisch ist da und dann ist er da. Und dann kannst du ihn triggern mit der Hakengröße und das wär's gewesen, ne? Die Hakengröße und der Köder ist ja ein und alles, ne? Und den Rest, ja gut, klar, man muss noch wissen, wo der legendäre Fisch zum Beispiel steht und der Rest, naja. Okay, alles klar, wir sind am Ende. Ich habe genug gequatscht, wir haben den Fisch ausgedrillt. Und ja, Drillzeit 14 Minuten. 14 Minuten hier gequatscht, ey. Fast war. Okay. Und ich danke euch auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich bis zum Ende geschaut habt, seid ihr top. Bis dahin. Ciao, ciao.